Es folgt die wahrscheinlich schlimmste Tragödie aus der Geschichte der Mathematik. Der Lehrsatz des Pythagoras besagt, in jedem rechtwinkligen Dreieck gilt, das Quadrat der Hypotenuse ist gleich zur Summe der Quadrate von den beiden Katheten. Geometrisch bedeutet das, dass dieses Quadrat flächenmäßig genauso groß ist wie diese zwei anderen Quadrate zusammen. Pythagoras war ein sehr berühmter Mathematiker und hatte sehr viele Anhänger. Man nannte diese die Pythagoreer. Einer seiner Schüler namens Hippasus sagte einst seinem Mathematiklehrer Pythagoras: Herr Lehrer, es gibt Zahlen, die man nicht in Form eines Bruches von zwei natürlichen Zahlen schreiben kann. Pythagoras kannte aber nicht die irrationalen Zahlen und sagte: Schweig, sowas gibt es nicht. Aber Herr Lehrer, ich kann es doch beweisen. Du sollst schweigen, gibt's nicht. Aber Herr Lehrer, nein, Pythagoras wollte nichts hören. Das Drama der Geschichte ist, einige Tage danach fand man Hippasus ertränkt. Wahrscheinlich wurde er wegen seiner Behauptung von den Pythagoreern ertränkt, obwohl seine Behauptung richtig war. Jetzt folgt hier seine Überlegung. Hippasus sagte: Nehmen wir einmal an, man könne diese Zahl, Quadratwurzel aus 2, in Form eines Bruches von zwei natürlichen Zahlen schreiben. Dann darf man auch ohne Einschränkung annehmen, dass man diesen Bruch nicht mehr kürzen kann. Und daraus schloss Hippasus, dass a dasselbe sein muss wie Wurzel 2 mal b. Also muss a Quadrat dasselbe sein wie 2b Quadrat und somit ist a Quadrat gerade. Aber wenn das Quadrat einer natürlichen Zahl gerade ist, dann muss die Zahl selbst gerade sein. Also kann man diese Zahl a in diese Form schreiben, 2 mal eine natürliche Zahl n. Solch eine natürliche Zahl n muss es also geben. Daraus schließen wir, dass das Quadrat von a, das heißt 2b Quadrat, dasselbe sein muss wie das Quadrat von 2n. Und dieses Quadrat, das macht 4n Quadrat. Indem man diese Gleichheit durch 2 teilt, findet man also, dass b Quadrat 2 mal n Quadrat sein muss. Und somit muss b Quadrat gerade sein, also b auch. Und genau hier entsteht ein Widerspruch, denn wir hatten am Anfang gesagt, dass man den Bruch a auf b nicht mehr kürzen kann. Durch diese Überlegung sehen wir aber, dass a und b gleichzeitig gerade sind, also kann man diesen Bruch noch durch 2 kürzen. Und genau da entsteht der Widerspruch. Diese Annahme, dass das funktioniert, führt also zu einem Widerspruch und deshalb ist diese Annahme falsch. Es ist nicht möglich, Quadratwurzel von 2 in Form eines Bruches von 2 natürlichen Zahlen zu schreiben. Heutzutage sagen wir, Quadratwurzel von 2 sei irrational. Und das Schlimme an der Geschichte ist, Hippasus konnte diese Zahl schaffen, gerade durch den Lehrsatz des Pythagoras, und zwar im Einheitsdreieck. In diesem Dreieck messen beide Katheten 1 und dann muss nach dem Satz des Pythagoras die Hypotenuse Quadratwurzel von 2 messen.